Ein herzliches Grüß Gott und willkommen Ihnen allen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Schwestern und Brüder, hier aus der Seelsorgeeinheit, aus unserer Seelsorgeeinheit. Und herzlich willkommen zu einer kurzen Maiandacht. Mit dem Mai sind wir auch in den Marienmonat eingetreten und wir wissen, dass Christus das Haupt der Kirche ist und Maria das Herz der Kirche. Dort, wo das Herz nicht richtig schlägt und am richtigen Ort ist, da kommt etwas im ganzen Organismus durcheinander und so ist es auch bei der Kirche. Und deswegen wollen wir heute miteinander eine kurze Maiandacht hier auch gestalten. Und ich denke, dass wir gerade in diesen Tagen, wo ja so viel auf uns ein, von außen her einströmt und vieles auch etwas durcheinander geht, wir gut daran tun, unsere Zuflucht bei der Mutter Gottes zu suchen. Ich möchte mit einem kurzen Gebet beginnen, das Sie bestimmt alle kennen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam das Weihegebet an Maria beten im Gotteslob. Finden Sie es unter der Nummer 933. Im Kriegsjahr 1943 hat unser damaliger Bischof Johannes Baptista Sproll, der ja eine ganz eigene Widerstandsgeschichte auch gegen die Nazi-Diktatur hatte, die Diözese der Mutter Gottes geweiht. Und hier haben wir auch im neuen Gotteslob dieses Weihegebet, sodass wir das gemeinsam beten können. Mutter unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus, Mutter aller Erlösten, Königin im Reiche deines göttlichen Sohnes, Beschützerin der Kirche auf ihrer Pilgerfahrt durch die Jahrhunderte, unbefleckte Gottesbraut, Hoffnung derer, die keinen Ausweg wissen und schuldbeladen sind, zu dir nehmen wir unsere Zuflucht in dieser Stunde der Finsternis und erwähnen dich heute und für immer zu unserer Fürsprecherin bei Jesus, deinem Sohn. In deine mütterliche Hut übergeben wir unseren Bischof Gebhard, den Priester der Diözese und das ganze heilige Volk Gottes, besonders unsere Jugend, unsere Kinder, die Kranken, die Sterbenden, die Versuchten, alle, die in Gefahr stehen, vom Wege des Heiles abzuirren und ewig verloren zu gehen. Erflehe ihnen die Gnade, dass sie sehen werden und voll des Heiligen Geistes. Gib nicht zu, dass Christi Licht in den Getauften Finsternis werde und wir am Ende unseres Lebens dastehen wie Bäume, die keine Frucht getragen. Rufe auf uns den Segen deines göttlichen Sohnes herab. Lass unsere Hingabe an dein heiliges, unbeflecktes Herz nicht ohne Antwort bleiben. Vereinige deine so mächtige Fürsprache mit unseren schwachen Gebeten um einen dauernden Frieden. Kämpfe du für die Freiheit unserer heiligen Kirche. Halte deine Hand über unseren heiligen Vater, Papst Franziskus, und hilf uns, deinen Kindern, den Glauben treu zu bewahren, aus seinem Geiste zu leben und ihn vor aller Welt demütig und freudig zu bekennen. Ihm aber, der uns bewahren kann, dass wir nicht zu Fall kommen, und der uns ohne Sünde und mit Frohlocken vor sein heiliges und herrliches Antlitz zu stellen vermag, dem alleinigen Gott, unseren Retter, soll sein durch unseren Herrn Jesus Christus Ehre, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir hören die Grüßau Marienrufe, wenn Sie möchten, können Sie zu Hause gerne
den Refrain mitsingen. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam den Angelus, den Engel des Herrn, beten. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Kreuz und Leiden zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, unsere Wonne und unsere Hoffnung sei gegrüßt.
Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas, zu dir seufzen wir traurig und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan, denn unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu. Und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Singet Lob und Preis. Dank sei Gott, dem Herrn. Bleib in Tod und Leben, unser